Er war ein Freak, ein Idealist, gegen den Krieg, war Pazifist, machte sich nichts aus Geld, eher besitzlos eingestellt, schlief, wenn er konnte, ohne Dach, ging keiner geregelten Arbeit nach, lebte von dem, was man ihm gab und lehnte bürgerliches Streben ab. Er hatte lange Haare und einen Hippie-Bart, mit 33 noch keinen Sesterz gespart, zog singend durch die Gegend mit seiner Bande, machte seiner Mutter Schande, hielt ungenehmigte Versammlungen ab und wenn es da nichts zu trinken gab, punschte er aus Wasser Wein und schenkte allen christlich ein. Segnete Huren, heilte Räuber, ist das wahr, Herr Stoiber? So einen Mann beten Sie tatsächlich an? Sie sollten sich was schämen. Sollen wir an dem uns denn ein Beispiel nehmen? Ein Drückeberger vor dem Herrn. Anpassung lag ihm völlig fern. Jeglicher Leistung abgeneigt. Außerehelich gezeugt. Unser Herr Jesu Christ, er war sowas wie ein Kommunist. Segnete Huren, heilte Räuber, ist das wahr, Herr Stoiber? So einen Mann beten Sie tatsächlich an. Käme er als Asylant in Ihr schönes Bundesland. Ein durchgeknallter Psychopath aus einem Nichtverfolgerstaat. Nennt sich Gottes Sohn auf Erden, mit dem würden sie schon fertig werden. Handschellen klicken und ab nach Hause schicken. Mit welchem Recht, verdammt nochmal, nennen sie sich Christsozial? Er sprach, du sollst auch deine Feinde lieben, die Heuchler hat er mit der Peitsche aus dem Tempel getrieben. Segnete Huren, heilte Räuber, ist das wahr, Herr Stoiber? So einen Mann beten Sie tatsächlich an. Danke. Das nächste Lied ist für Hans Eichel. Eichel, die empfindlichste Körperstelle des deutschen Mannes. Und da geht es um Steuerpolitik, das heißt die Zaubersteuer.